So, dann haben wir immer noch die dornige Tür, wo ich keinen Plan habe, und hier den die Schädeltür. Hm. Wir sind gespannt. Schönen Tag noch da unten. Es ist mir nicht geheuer. Aber hier gibt es auf jeden Fall erstmal diese andere Herzchen. Sehr schön. Da hinten wahrscheinlich auch noch. Okay. Also, siehst du, jetzt haben wir schon wieder ganz andere Items da. Beziehungsweise irgendwie wieder alle. Jetzt ist auch meine zweite Flasche wieder da. Warum hat er uns die denn geklaut? Das ist ja total seltsam. Okay. Ich nehme an, die gehen alle auf die Särge, ne? Ja, mit Zeug drin. Direkt mal im Schönheitsschlaf gestört hier. Alter. Okay, Magie braucht keiner. Wer ist da? Da ist ein Schädel drin. Und da ist er auch schon wieder weg. Da war mal irgendwas drin, was bloß noch kaputt gegangen ist. Ein Haufen Pfeile. Hallo. Hey, das ist, was ist das für ein Scheiß? Ah, zum ersten Mal sehen wir das. Der zieht ja richtig viel ab. Mann, der meint es richtig ernst. Hat uns ein komplettes Herz abgezogen. Das gibt's ja nicht. Au, falsche Richtung. Ich wollte eigentlich hier lang. Wo ist denn die Fee hin? Fuck. Kommt noch einer? Einer geht noch, ne? Hallo? Ja, da hau den doch mal kaputt. Dankeschön. So voll störend, die Särge. Man kann gar nicht richtig zuschlagen. Okay. Gang Nummer 2 und diesmal mit Licht hier. Und hier sind irgendwelche komischen Bauten und ein Schalter. Was zur Hölle? Ach, und jetzt geht sie wieder hoch. Na toll. Ja, lass mich raten. Wir müssen irgendwas Steiniges holen, was wir da draufstellen können. Und dann müssen wir uns ganz schnell nach hinten verziehen. Okay, lass mich raten. Hier sind irgendwo Schleime. Irgendwo sind hier Dunkelschleime. Oder... Ah, da ist der eine Dunkelschleim, alles klar, aber zwischendurch gibt es noch Geister, das ist ja ganz toll. Komm mal her, du dummer Geist. Ich meine, die Schleime können uns ja erstmal soweit egal sein. Gott, was ist das denn für ein Hindernislauf hier? So, erstmal schön alles aufgescheucht hier. Was ist denn das hier? Hier war gerade irgendwie so ein komisches Blitzdingsbums. Ach nee, sind Motten, alles klar. So, kommt doch mal bitte alle mit. Dankeschön. Nee, ja, ihr meinetwegen auch, das ist mir ziemlich egal. Aber den Geist hier will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ach, der hat aber keine Lust. Na super. So, und ich habe jetzt absolut keinen Bock, hier alle kaputt zu hauen. Weil das ist ja eigentlich völlig sinnfrei. Wir brauchen ja bloß einen von euch, den wir hier fix hochstellen und uns dann nach hinten verziehen. La la la. Ist natürlich das Optimalste, wenn wir den Geist umgehen, der uns vielleicht gar nicht sieht. Ausgezeichnet. Sehr schön, jetzt sind wir oben und jetzt geht es auch bestimmt nicht mehr zurück. So, genau das gleiche Spiel nochmal. Genau das gleiche Spiel nochmal. Sehr gut. Okay. Wir gucken mal. Genau, und hier geht die Treppe auch wieder hoch. Wir haben auch das wieder mit den Schleimen. Au, ja, da habe ich wohl einen Sargdeckel auf den Kopf bekommen. Das kann ja mal vorkommen. Okay, keine Geister. Und diesmal ist das Licht hier hinten. Na toll. Ich versuche mal ganz hinten den Schleim zu erwischen. Den da zum Beispiel. So. Damit wir nicht so weit tragen müssen. So, mach hinne. Danke. Hot, 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 hot. Den ganzen Scheiß hier lassen wir am besten einfach mal liegen. Was bist du denn? Achso. Einer, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Muss das jetzt sein? Ja, genau. Das war ja frech. Ich habe mich langsam schon daran gewöhnt, dass ich von Starforce mindestens einmal getroffen werde. Weil der hat es einfach drauf. So.
Alles klar, dann das Spiel nochmal. Ach komm. Ja, die Erfahrungssphäre mitnehmen. Also Erfahrungssphäre, Loot-Sphäre. Jetzt aber. So, hingestellt und jetzt bleibst du da bitte lange genug oben stehen, dass ich hier hoch kann. Ah, sehr schön. Na, oh, das war knapp. Das war knapp. Alles klar. Huh. So. Vor Bosskampf Nummer 3. Ach, der Buu. Der dicke Buu. Alles klar. Aha, das machst du ganz toll. Lass dich einfach mal anbrutzeln. Dankeschön. Tragen. Und in die Stacheln rein. Dankeschön. Ach man, Junge, Leute. Ja, toll. Sehr lustig. Immer wieder geil. Die ultimative Wirbelattacke. Lässt ganz schön viele Herzen liegen, der Kollege. Ein bisschen nachlässig, oder? Ach so, stimmt, hier war ja noch was mit angesaugt werden. Hat er mich lange genug ferngehalten, angesaugt, dass ich nicht an das eine Herz rankomme. Das ist aber tragisch. Hallo? Ja, jetzt ist das Licht weg, oder was? Das ist ja frech. Au. Er klaut mir das Licht, das ist ja schrecklich. Heb den mal hoch, dankeschön. Trippel, 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 trippel. Wurf. Sehr gut. So macht man das heutzutage. Und ich bin immer noch der Meinung, dass eine gewisse Anzahl von Geistern, die man hier kaputt kriegt, bevor er sich regeneriert, sodass es ja nicht zu kurz wird. Lass mich mal an die Herzen ran, dankeschön. So viel Zeit muss sein. Wo ist denn jetzt hier Licht? Huch, Vorsicht. Ja, toll. Das ist so frech. Das verschwindet genau dann, wenn ich da durch will. So. Hoch damit und raus mit ihnen. Ja, toll. Ausgezeichnet, Ding. Guck mal, der ist gerade voll durchs Licht gerannt. Der hätte eigentlich sterben müssen. Der letzte Geist ist voll durchs Licht gerannt und hätte eigentlich sterben müssen. So, und jetzt fehlt bloß noch die Dornentür, wo ich keine Ahnung habe, wie ich da durchkommen soll. Seltsam, sehr seltsam. Ich raff's einfach nicht. Ach komm. Man kann mit dem Eispfeil Plattformen machen. Aha. Ja, lange halten die aber nicht. Muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. So, und jetzt müssten wir uns eigentlich mal hier... Ach nee, halt, stopp. Ach Gott. Das hat voll getroffen. Ach Gottes Willen. Huch. Ich habe keine Ahnung, was da gerade los war. Aber es hat offensichtlich geklappt. Scheiße, wie geht denn das hier? Mann. Ich kann nicht weiter runter, warum? Hä? Na, ist egal. Ach du Scheiße. Das, was auch immer mit dem Seil los ist, das kommt mir gerade seltsam vor. Und ich kann hier auch irgendwie nicht hoch.
Hä? Katastrophe. Okay, in dem also in den Wasserfässern ist auch Magie drin, ne? Ist natürlich eindeutig dann letzten Endes, was wir hier machen dürfen. Na, das war nicht weit genug. Dann sind die Schädel oben irgendwie bloß Ablenkung oder so. Alter. Also was ich gerade so mitgekriegt habe bei den zwei oder drei Versuchen, die ich hier mache, man sollte beim Pfeilschießen nicht zu nah am Rand stehen, weil wenn man dann aus dem Pfeilmodus rausgeht, geht Link noch so einen halben Schritt nach vorne. Und dann landet man ab und zu gerne mal in der Lava. Mal so am Rand gesagt. Gottes Willen, das klappt jetzt hoffentlich. Da ist es viel zu... Wir sind viel zu weit unten. Etwas höher, bitte, Link. Dankeschön. Reicht das jetzt aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen trotzdem uns oben hinstellen. Weil das ist ja irgendwie sehr gleich auf der gleichen Höhe wie die Plattform da, ne? So ungefähr. Und jetzt mit dem Blatt darüber. Ach, und dann geht das auch. Alles klar. Meine Fresse, das war eine Tortur. Also, das war voll seltsam. Ich habe gerade überhaupt nicht im Hinterkopf, was das für ein Boss ist. Das müsste ja Draco sein oder so. Draco, weiß schon. Ach nee, ach, der Wurm. Also, beziehungsweise, ja, es ist natürlich der Draco-Kampf mit dem Dingens oben. Völligst richtig. Das heißt, du machst du ganz toll. Achso, ja, erstmal... Stimmt, so war das. Erstmal den Panzer klauen. Ja, das hast du ganz toll gemacht. Erstmal den Panzer klauen. Crack. Das war die Nummer 1. Ja. Was macht er denn jetzt denn nochmal? Ich habe den Kampf überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wie das ging. Aber zwei, dreimal hin und her schwingen war es auf jeden Fall. Dass er schön den Blödsinn auf die Fresse kriegt hier. Rums. Das war die Nummer 2. Wir können ja hier uns mal die Zeit vertreiben, indem wir ein paar Vasen öffnen. Ist an sich furchtbar leicht. Oh, jetzt guckt er, der guckt so angestrengt. Als ob er weiß, dass ich ihm gleich furchtbar auf die Torte gebe. Hops. Die Nummer 3. Und das dürfte es jetzt gewesen sein. Jawohl. Oh, doch noch nicht. Aha, je. Doch, alles klar. Und jetzt kriegt er schön eine aufs Auge. Gleich nachdem ich eins auf die Torte gekriegt habe. Mann, diese dämliche Ego-Perspektive. Und da sind wir auch schon durch. Diese dämliche Ego-Perspektive jedes Mal. Du hast halt, wenn du in der neutralen Stellung bist nach dem Fokus, nach dem Fokus. Ist auch egal. So, das waren die vier Vorbosse und jetzt geht's zum Dicken weiter.